Quadratmeter. Günstig. Und das in der Lage. Wird gerade frisch renoviert. Das wäre ein absoluter Glücksfall. Ja, Glücksfall? Wäre schön gewesen, du hättest mir vorher Bescheid gesagt, dass wir uns heute eine Wohnung anschauen. Ich hab's ja selber nicht gewusst. Herr Borchert hat mich gerade vor einer Stunde erst angerufen. Wer ist jetzt der Borchert? Der kümmert sich um die Vermietung. Ein Makler oder was? Ja, sowas ähnliches. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass du mit einem Makler geredet hast. Anton, wir reden seit Wochen darüber, dass du ausziehen willst. Und passiert ist bisher gar nichts. Ich schaue mich schon seit Wochen Anzeigen in der Zeitung. Und was soll ich denn noch machen? Zum Beispiel mit der Maklerin? Da bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Deswegen habe ich es auch gemacht. So, jetzt komm. Schau her. Da oben muss es sein. Find's muffig, Bäuerin. Das muss es sein. Das ist fein nordseitig. Es ist ganz schön dunkel tagsüber. Das ist doch eh im Büro. Das ist aber viel komisch, gell? Der Herr Borchert hat extra gesagt, wir sollen pünktlich sein. Und das haben wir. Ja, kann man nichts machen. Gib's mir am besten seine Nummer. Nein, jetzt warte mal. Ich hole ihn schnell an. Der steht bestimmt im Stau. Hörst du das? Wo kommt denn das Klingeln her? Aus der Wohnung. Ist ja doch da. Herr Borchert? Hallo? Oder kann ich rangehen? Das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, hast recht. Soll man Hausmeister rufen? Ja, bis wir den gefunden haben. Ist eine bessere Idee? Anton, nein. Anton! Herrgott, Anton! Muss dir das sein? Es gibt doch nur wieder Berger. Den haben wir schon. Guten Morgen. Servus, Franz. Und, gibt's was Neues? Ja, beim Prinz William und seiner Kater kriselt's. Aha. Und bei uns? Na, alles ruhig. Bis eben zumindest. Grippo Garmisch, Zagelmann, grüß Gott. Ja, Herr Welk? Na, der Franz ist aber da. Nochmal bitte, Sie haben was gefunden? An Toten. Und warum sind Sie jetzt in einem Apartment, wo ein Toter liegt? Aha. Ist recht, ich geb's weiter. Alles klar, servus. Das ist ja mal spannend. Ja. Jetzt sag. Der Wölk und seine Frau haben sich eine Wohnung angeschaut. Na, ich meine eigentlich mit dem Toten. Ja, und dabei haben sie einen Toten gefunden. Okay. Aber warum schauen die sich eine Wohnung an? Weißt du da was? Also, ich weiß da gar nichts. Ja, und was hat er denn jetzt noch gesagt? Na, dass du hinfahren sollst. Ich geb den anderen Bescheid. Koppelstraße 17. Jetzt sag schon. Ziehen die um? Na? Dann zieht sie aus, oder was? Nein, sie nicht. Er! Ja, schafft. Doch, schau her, das ist ja interessant. Guten Morgen, Frau Welk. Morgen, Herr Bär. Anton ist oben. Habe ich das richtig verstanden? Sie und Ihr Mann haben die Leiche gefunden? Den Herr Borchert, ja. Ich habe heute Morgen noch mit ihm wegen einer Wohnung telefoniert. Wegen einer Wohnung? Ja, Sie wissen ja vielleicht, dass Anton ausziehen will. Oh nein, nicht direkt. Na, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls haben wir den Herr Borchert gefunden. Ich muss jetzt zum Gericht, haben Termin. Na dann, einen schönen Tag noch. Tschüss. Guten Morgen. Ja, morgen. Morgen. Ja, da sagen Sie nichts mehr. Wir suchen nicht nur einen Mörder, wir finden gleich noch die Leiche selber. Ich habe gerade schon mit Ihrer Frau gesprochen. Ihr Mann heißt Wolfgang Borchert, 41 Jahre alt, ledig und hat für die Firma Lösel Immobilien gearbeitet. Laut Dr. Stenzel ist er um 8.30 Uhr erschlagen worden und keine halbe Stunde später waren wir da. Und die Tatwaffe? Ein stumpfer, schwerer Gegenstand. Aber gefunden haben wir noch nichts. Darf ich? Ja. Und dass er mit dem Stein erschlagen wurde? Ja, da wären Blutspuren dran, ne? Ja, so wie es ausschaut, ist damit die Scheibe eingeworfen worden. Ich krieg bloß den zeitlichen Ablauf noch nicht ganz zusammen. Ich sehe schon. Scherben. Das heißt, er hat hier schon gelegen, bevor die Scheibe eingeschlagen wurde. Ja, so wie es ausschaut. Merkwürdig.
Dass der Täter die Tür aufbricht, um hereinzukommen, das verstehe ich auch. Da muss ich Sie leider korrigieren, junger Mann. Der Täter hat zwar den Herrn Borchert auf dem Gewissen, aber nicht die Tür. Das verstehe ich nicht. Dann fragen Sie mal ihn. Sie haben die Tür aufgebrochen. Ich hatte ein ganz ungutes Gefühl. Ja, das habe ich auch. Wenn du hier eine Wohnung aufbrichst, in der wir nach Spuren suchen sollen, was hast du überhaupt gemacht? Mein Schicksal hat mich hergeführt. Was hast du eigentlich für uns? Nein, noch nichts Konkretes. Und ich hoffe, dass die Untersuchung von dem Stein mehr ergibt. Sie geben uns Bescheid. Nee, das behalte ich jetzt alles für mich. Servus. Einen schönen Tag noch. Mhm. Servus, Franz. Also, ich habe mit den Nachbarn gesprochen. Die haben weder was gehört noch gesehen. Genauso der Hausmeister. Danke. Sehen Sie mal hier. Offensichtlich hat der Borchert die Firma Löser in einem Rechtsstreit vertreten. Gegen wen? Gegen einen Franz Haberland. Wegen eines Mietobjekts in der Talstraße, dem Bowling Center Haberland. Die Lösels besitzen anscheinend jede Menge Häuser in der Stadt. Also besser gesagt, die Anna Lösel. Das ist nämlich jetzt die Eigentümerin. Die hat alles von ihrem Mann übernommen, nachdem der verstorben ist. Dann sollten wir gleich mal bei der Frau Lösel anfangen. Magst du die mal in der Wohnung von Borchert umschauen? Alles klar. Was ich Ihnen noch sagen wollte, das mit der Wohnung, das tut mir leid. Was? Ihre Frau hat mir erzählt, dass Sie ausziehen wollen. So? Hat sie es erzählt? Ja, mal ein bisschen Distanz kann ich auch nicht schauen, oder? Außerdem ist das schon eher privat. Das muss ja nicht gleich jeder wissen. Schlüssel? Ja, natürlich. Von mir erfährt niemand was. Ja, da gut sei. Guten Morgen, Frau Zagelmann. Grüß Gott, Herr Dr. Wetzel. Entschuldigung. Kein Problem. Ich hätte hier ein paar Seiten, die ich kopiert haben müsste, jeweils bitte in dreifacher Ausfertigung. Und wenn Sie mir die Akte zum Fall Knott raussuchen könnten, bis Vormittag, bitte, ja? Natürlich. Danke. Diese Meldung, die Sie mir auf den Tisch gelegt haben, dieser Immobilienmakler. Der Fall Borchert. Ja, habe ich das richtig verstanden? Die Frau Wölk und ihr Mann haben den Herrn gefunden? Ja, als sie sich gemeinsam eine Wohnung angeschaut haben. Wieso schauen die sich gemeinsam eine Wohnung an? Wollen die aus dem Haus raus? Na, das nicht. Naja, das ist ein bisschen pikant. Und zwar? Das ist wohl so, dass er ausziehen möchte. Der Böck? Ja. Ah. Noch bis Vormittag, bitte, ja? Ja. Grüß Gott. Schönen guten Tag. Kripo Garmisch, Robert Bär ist mein Name. Das ist mein Kollege Hauptkommissar Wölk. Wir würden gerne mit der Frau Lösel sprechen. Das ist meine Mutter. Worum geht's denn? Entschuldige, Mama. Mhm. Da sind zwei Herren von der Polizei. Die möchten dich sprechen. Polizei? Ist was passiert? Ja. Der Herr Borchert wurde ermordet. Heute früh in der Koppelstraße, wo er eine Wohnung vermieten wollte. Der Herr Borchert hat sich um die Verwaltung aller unserer Immobilien gekümmert. Seit wann hat er das gemacht? Seit einem halben Jahr etwa. Ganz früh hat es mein Mann gemacht, zusammen mit einem anderen Verwalter. Aber nach dem Tod meines Mannes habe ich die Verwaltung dann irgendwann komplett abgegeben. Wann haben Sie den Herrn Borchert zuletzt gesehen? Gestern Abend. Er war kurz hier, weil er ein paar Unterschriften von meiner Mutter gebraucht hat. Haben Sie auch mit ihm zu tun gehabt? Nicht direkt, na. Ich kenne ihn nur vom Sehen, wenn er hier war. Ich wohne ja hier. Was machen Sie, wenn ich fragen darf? Ich habe eine Eventfirma hier in Garmisch. Ich hätte hierzu noch eine Frage. Wir haben das hier in der Wohnung von Herrn Borchert gefunden. Offensichtlich hat er Sie in einem Prozess vertreten gegen einen Franz Haberland. Ja. Gegen diesen Bowling Center. Worum ging es da genau? Ich weiß nur, dass wir den Prozess gewonnen haben. Es hat, wie gesagt, alles der Herr Borchert gemacht. Hat er Ihnen gegenüber mal erwähnt, dass er Streit hat mit jemand? Oder Ärger?
Nein. Und Ihnen gegenüber? Tut mir leid. Wenn die Herren mich jetzt entschuldigen möchten, ich fühle mich nicht so besonders und ich würde mich gerne etwas ausruhen. Ich hätte noch eine allerletzte Frage. Heute Morgen gegen 8.30 Uhr, wenn Sie uns sagen könnten, wo Sie da waren? 8.30 Uhr habe ich gefrühstückt. Und Thomas hat noch geschlafen. Gut, danke, das wär's auch schon. Ich begleite Sie noch zur Tür. Habe ich mich getäuscht oder wollten Sie uns noch was sagen? Ich wollte nur meine Mutter nicht beunruhigen. Die Sache ist so, der Herr Borchert war ja nicht immer unser Verwalter. Vorher war das der Herr Lehmann. Lehmann? Ja, Volker Lehmann, ganz ein Netter. Habe ich jedenfalls gedacht. Bis sich der Herr Borchert bei uns vorgestellt hat und uns erklärt hat, dass der Lehmann Gelder unterschlagt. Und woher will er das gewusst haben? Angeblich von jemand, der den Lehmann gut kennt. Jedenfalls hat meine Mutter dem Herrn Borchert geglaubt. Einfach so? Was soll ich Ihnen sagen? Meine Mutter ist ein musischer Mensch. In geschäftlichen Dingen ist sie eher naiv. Ja, und? Und dann hat sie den Lehmann entlassen und stattdessen den Borchert eingestellt. Aber der Grund, warum ich Ihnen das sage, vor einer Woche habe ich für den Trachtenverein ein Fest organisiert. Und wen treffe ich da? Den Lehmann. Das ist eben Garmisch-Partenkirchen. Jedenfalls kommen wir ins Gespräch und da habe ich ihn ganz blöd gefragt, wie der Borchert darauf kommt, dass er Geld unterschlagt. Ja, was hat er denn gesagt, der Lehmann? Der ist aus allen Wolken gefallen. Der hat überhaupt nicht gewusst, dass der Borchert ihn hingehängt hat. Aber Ihre Mutter muss ihm das doch gesagt haben. Was genau sie ihm für einen Kündigungsgrund genannt hat, weiß ich nicht. Aber davon wusste er definitiv nichts. Morgen, Frau Zagelmann. Ja, sagen Sie mal, was machen Sie denn für Geschichten? Finden da einfach eine Leiche am helllichten Tag? Ja, ich habe mir diesen Morgen auch anders vorgestellt. Ist eigentlich der Franz so nicht da? Bei mir hat er sich noch nicht gemeldet. Ich hätte eine Bitte, Frau Zagelmann. Hat Ihnen denn wenigstens die Wohnung gefallen? Was für eine Wohnung? Ich tät' ja nicht gerne in eine Wohnung ziehen, in der gerade jemand umgebracht worden ist. Ist ja schon ein bisschen ungemütlich. Und wie kommen Sie drauf, dass ich da einziehen will? Das habe ich mir so gedacht. Was Sie sich nicht alles so denken, Frau Zagelmann? Also nochmal. Ich habe hier zwei Herren. Wenn Sie uns die vorladen könnten. Das ist einmal der Herr Haberland und einmal der Herr Lehmann, ein Gebäudemanager. Da müssten Sie allerdings noch die Nummer raussuchen. Ich suche. Dankeschön. Ja, was beraumt? Was bringt's denn hier da denn her? Aus der Wohnung von Borchert. Das ist nämlich auch gleichzeitig sein Büro. Ach, ey. Alles, was das Herz begehrt. Mietverträge, Wohnungsgutachten, Rechnungen. Und die Unterlagen zum Prozess gegen den Haberland. Das ist allerdings interessant. Gell? Danke, Wolfgang. Aber das Beste ist das da. So wie es ausschaut, waren du und deine Frau nicht die Einzigen, die heute früh einen Besichtigungstermin hatten. L.K.38, das war direkt vor uns. Dann hat der Borchert am Ende seinem Mörder noch einen Termin gegeben. Das schaut fast so aus. Wir sollen auf jeden Fall mal die E-Mails checken. Vielleicht finden wir da einen Hinweis, wer dieser L.K. ist. Machst du das? Ich schau, was ich find. Dann hören wir mal, was der Volk für uns hat. Ach, Herr Wölk, auf ein Wort. Herr Bär. Herr Oberstaatsanwalt. Ich habe hier den vorläufigen Bericht von der KTU im Falle Borchert und hätte da dann doch ein, zwei Fragen. Worum geht's? Offensichtlich haben Sie und Ihre Frau den Herrn Borchert gefunden. Kannten Sie sich denn? Meine Frau hat lediglich einen Wohnungsbesichtigungstermin mit ihm vereinbart. Nichts, was mit dem Fall zu tun hat. Dass Sie sich mit Gewalt Zutritt zu dieser Wohnung verschafft haben, hat aber schon mit dem Fall zu tun, nehme ich mal an. Da nehmen Sie richtig an, ja. Gab es irgendwelche Anzeichen, die eine solche Vorgehensweise gerechtfertigt haben? Mehr oder weniger. Im Endeffekt war es mein Bauchgefühl. Und den Hausmeister hätten Sie nicht informieren können? Nein. Ich wollte keine Zeit verlieren. Vielleicht sollten Sie sich in Zukunft mehr Zeit nehmen. Ja, dann könnte es aber schon zu spät sein. Herr Wölk, Sie haben großes Glück gehabt. Theoretisch hätte hinter dieser Tür auch irgendein unbescholtener Bürger stehen können und wir hätten jetzt eine Klage am Hals wegen Hausfriedensbruchs. Faktisch lag dort aber eine Leiche. Was Sie nicht wissen konnten. Moment. Wetzel, einen Augenblick bitte. Herr Gerichtspräsident, wenn Sie kurz warten würden. Herr Wölk, nur um das noch mal ganz klar zu sagen. Ich bin mit dieser Art der Vorgehensweise nicht einverstanden. Nicht einverstanden.
Darüber reden wir nochmal. Jederzeit, gern. So, Herr Gerichtspräsident, da bin ich wieder. Ich habe den vorläufigen Bericht habe ich gerade zu euch rübergeschickt. Danke, den hat mir der Wetzel schon eindruckt. Wegen der Tür? Ach, tut mir leid, aber ja, ich konnte ja schlecht schreiben, dass die Tür von allein aufgegangen ist, ne? Du, solange das nicht alles ist, was drinsteht. Es gibt da noch was. Die Wohnung, in der du den Borchert gefunden hast, die wird ja gerade komplett saniert, richtig? Da wurde der Putz bis zur Mauer runtergeschlagen. Möglich, ja. Ja, das ist nicht nur möglich, das ist auch so. Und vermutlich war es auch notwendig, denn dieses Haus ist ja schon über 80 Jahre alt. Und damals wurden noch Baustoffe verwendet, die gibt's heute gar nicht mehr. Warum ist das so interessant? Wenn die Pathologie Rückstände von diesem alten Putz in der Wunde des Opfers findet, dann ist das durchaus interessant, junger Mann. Demnach muss der Putz zuvor noch an der Tatwaffe gewesen sein. Vermutlich irgendein Werkzeug, das bei der Sanierung benutzt wurde. Ein Hammer oder sowas? Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ja. Wie schaut's mit dem Stein aus, in dem die Scheibe eingeworfen wurde? Der Stein, genau. Da konnte ich tatsächlich Fingerabdrücke feststellen. Das Problem ist nur, wir konnten sie nicht zuordnen. Also bringt mir den, der den Stein geworfen hat, und dann können wir ihn festnageln. Dafür müssen wir ihn erst einmal finden. Ja, nun. Irgendwas müsst ihr ja auch tun, ne? Kann ja nicht alles alleine machen. Meine Herren, ich muss weitermachen. Abidere. Ja, ich richte das aus. Wiederhören. Gut, dass Sie kommen. Ganz kurz, Frau Zagermann. Finden Sie doch mal heraus, welche Firma für die Sanierung der Wohnung in der Koppelstraße zuständig war. Und was mache ich, wenn ich es rausgefunden habe? Dann schicken Sie ein paar Beamte hin. Die sollen mit den zuständigen Handwerkern mal nachschauen, ob irgendein Werkzeug fehlt. Alles klar. Darf ich jetzt? Bitte. Also, ich habe mit diesem Gebäudemanager telefoniert, diesem Lehmann. Der ist in einer halben Stunde da. Nur der Haberland ziert sich. Warum? Naja, weil der heute halt allein im Bowling Center ist und seinen Laden schließen müsste, wenn er herkommen täte. Wie heißt es so schön? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann... Dann übernehmen Sie das Bowling Center und ich kümmere mich um den Lehmann. Frau Wölk, Entschuldigung. Ich habe gerade mit dem Landgericht gesprochen. Es geht um die Revision im Fall Knott. Es gibt da ein paar Details, die wir noch besprechen sollten. Bitte, setzen Sie sich. Jetzt ist gerade ganz schlecht, aber wie sieht's denn heute Abend bei Ihnen aus? Heute Abend? Ja, so um 20 Uhr im Mattis. Wir könnten was zusammen trinken und einfach noch mal alles durchgehen. Ja, gern. Wunderbar, dann bestelle ich uns einen Tisch. Ich freue mich. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Herr Haberland? Ja. Kriminalkommissar Bär. Kripo Garmisch. Ach so, ja. Ich weiß, ich hätte vorbeikommen sollen, gell? Aber wissen Sie, ich bin ganz allein hier heute. Kein Problem. Um was geht's denn? Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Es geht um Herrn Borchert. Borchert? Was möchte der schon wieder? Gar nichts. Er ist nämlich tot. Er wurde ermordet. Echt? Aha. Ermordet. Und wie ist das passiert? Um das herauszufinden, bin ich ja hier. Deswegen sind Sie hier. Ich habe nichts damit zu tun. Aber Ihr Verhältnis zum Herrn Borchert war ja nicht besonders gut. Wissen Sie, man soll ja nichts Schlechtes über einen Toten sagen, aber ein besonders netter Mensch war das nicht. Inwiefern? Servus, pfiat euch. War ein eiskalter Hund, dem ging es nimmer nur ums Geld. Ja? Möglichst viel aus den Mietobjekten rausholen und die Probleme von den Mietern, die waren ihm völlig wurscht. Wie zum Beispiel Ihre Probleme? Was heißt meine Probleme? Jeder im Haus hat Probleme mit ihm gehabt. Aber die haben keinen Gerichtsprozess gegen ihn verloren. Lehmann, Volker Lehmann. Willkommen. Sie haben ja ziemlich lang für die Familie Lösel gearbeitet, habe ich gehört. Ja, eine lange Zeit. Das ist richtig. Und vor einem knappen halben Jahr sind Sie dann entlassen worden. Warum, wenn ich wundere? Nun, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ja, offensichtlich hat man jemand anderen gefunden. Und dieser andere war dann der Herr Borchert? Ja. Bitte setzen Sie sich. Aber deswegen bringt man niemanden um, wenn Sie darauf hinaus wollen. Aber immerhin haben Sie durch ihn Ihren Job verloren. Ja gut, aber das ist normal. Mal verliert man, mal gewinnt man.
Und eine gewisse Fluktuation ist in meiner Branche völlig üblich. Wenn deswegen jedes Mal jemand umgebracht würde, dann gäbe es uns Immobilienfuzzi schon lang nicht mehr. Aha. Na ja, das müssen Sie mir glauben. Das muss ich nicht. Wir haben gehört, dass Sie Geld unterschlagen haben sollen. Das ist nicht wahr. Und dann ist man Ihnen draufgekommen und deshalb sind Sie auch entlassen worden. Das ist nicht wahr. Keinen Cent habe ich unterschlagen in all den Jahren. Keinen Cent! Mein Gott, was heißt das? Ich habe den Prozess gegen ihn verloren. Im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, habe ich ihn gegen die Lösel verloren. Sie ist schließlich die Hausbesitzerin. Worum ging es da genau in diesem Prozess? Die Lösel wollte ihr Erdgeschoss neu vermieten. Und dann hat sich der Borchert eingemischt und hat gesagt, wir wären da ein Problem, weil wir zu laut sind. Was heißt denn zu laut? Das ist ein Bowlingcenter. Da spielen Kinder, die lassen mal eine Kugel fallen, die ist nicht aus Gummi und dann scheppert es natürlich. Aber bis jetzt hat sich da noch nie jemand dran gestört unter uns. Bis der Herr Borchert kam. Genau, und deswegen habe ich ein schalltechnisches Gutachten anfertigen lassen. Er auch. Und darum ging es dann. Geholfen hat Ihnen dieses Gutachten aber offensichtlich nicht. Ja, wirklich nicht. Was haben Sie gesagt? Der Schallleistungspegel liegt über den Lärmemissionswerten. Verstehen Sie? Da kann man nichts machen. Und jetzt? Jetzt muss ich einen neuen Lärmschutz einbauen. Das ist zwar unangenehm, aber kostet jetzt auch nicht die Welt. Auf jeden Fall würde ich niemanden dafür umbringen. Kommen wir mal zu heute Morgen. Wo waren Sie da gegen 8.30 Uhr? Na hier. Eine Stunde früher sogar schon. Ich hab da hinten die beiden Bahnen repariert. Da sind die Balllifte kaputt gewesen. Kann das jemand bestätigen? Nein, weil ich ganz allein hier bin. Ja, ich weiß, die Geschichte hat dieser Lügenbaron erzählt. Aber kein Wort ist davon wahr. Nicht einen Cent habe ich unterschlagen. Wissen Sie, der Borchert, der hat mich rausgedrängt. Auf die ganz miese Tour. Ja, der hat der Frau Lösel diesen Unsinn über mich erzählt. Eben dieses Geld unterschlagen und so. Aber das ist alles erstunken und erlogen. Der hat es nur gemacht, weil er meinen Job wollte. Das hört sich jetzt aber nicht an wie eine ganz normale Fluktuation. Sie haben sich doch sicher gescheit über den Borchert geärgert, oder? Ja, stimmt. Aber trotzdem habe ich ihn nicht umgebracht. Wo waren Sie denn heute Morgen gegen 8.30 Uhr? Ich hatte einen Besichtigungstermin. Ach, dann können Sie uns ja sicher die Teilnehmer nennen, die dabei waren. Dann können wir das gleich überprüfen. Nein, kann ich leider nicht. Naja, weil der Termin verschoben worden ist. Dann hatten Sie also keinen Besichtigungstermin? Nein. Wobei den Borchert offenbar mehr Leute nicht leiden konnten. Also laut Aussage vom Haberland hatten die anderen Mieter auch so ihre Probleme mit ihm. Ach, hallo, sind Sie ja schon wieder. Also die von der Baufirma haben nachgeschaut, die vermissen einen Hammer, den sie in dem Apartment hatten. Einen Hammer? Dann wissen wir jetzt immerhin schon mal, mit was der Herr Borchert wahrscheinlich umgebracht wurde. Die sollen uns die genaue Typenbezeichnung, Herstellernummer und am besten ein Foto mitschicken. Das habe ich dir natürlich schon gesagt. Sehr gut, danke. Ich werde ihm noch nachgehen, mit wem genau der Borchert so seine Schwierigkeiten hatte. So, also ich habe doch jetzt den Laptop von Borchert durchgeschaut. Zum Glück alles so nicht Passwort. Anscheinend hat er sich mit diesem mysteriösen L.K. per E-Mail verabredet. Irgendeine Idee, wer der L.K. ist? Nein, leider nicht. Ich habe auch schon mit der Frau Lösel gesprochen, die weiß aber auch nichts. Was ist mit dem E-Mail-Absender? Totale Fehlanzeige, da steht nur eine kryptische E-Mail-Adresse, die aber nicht auf den Namen schließen lässt. Die Zeit stimmt genau mit dem Todeszeitpunkt überein. Dieser L.K. muss etwas mit dem Mord zu tun haben. Dann müssen wir jetzt über den Provider rausfinden, zu welchem Anschluss die E-Mail-Adresse gehört. Das kann aber ein bisschen dauern. Ja, mein Freund, das hilft ja nichts. Das weißt du schon. Gut, ich kümmere mich drum. Dann kannst du der Frau Zagelmann noch sagen, sie soll was über die Vermögensverhältnisse von dem Volker Lehmann rausfinden. Und das alles am besten heute noch, oder? Ja, morgen ist es spät. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Eine halbe Million Euro für ein paar Tempelplatten. Das ist kein Pappenstiel. Kannst du mir bitte mal helfen? Ich krieg den Verschluss nicht zu. Gehst du noch fort? Ja, ich bin verabredet. Mit wem? Anton, bitte. Ich frag doch bloß.
Danke. Schönen Abend. Ja, danke. Dir auch. Ciao, Anton. Ja, den kenne ich. So ein netter Kerl. Fährt einen teuren Sportwagen, macht einen auf dicke Hose. Läuft das so gut? Glaube ich nicht, aber sein Vater hat ihm einen Haufen Kohle hinterlassen. Denen gehören ja hier ganze Straßenzüge. Prost! Ja, schau mal, wer da kommt. Guten Abend. Guten Abend. Ich glaube, da macht nur jemand Überstunden. Meinen Sie? Darf ich? Danke. Dankeschön. Dankeschön. Nur ganz kurz noch mal zu heute Morgen. Also, ich höre dann auch gleich auf damit. Wie konnte denn Ihr Mann von außen erkennen, dass Gefahr im Verzug war? Ja, wir haben von innen das Klingeln des Handys gehört und niemand ist rangegangen. Einen schönen guten Abend, Claudia, Herr Dr. Wetzel. Haben Sie vielleicht schon überlegt, was Sie trinken wollen? Ich möchte erst mal schauen, danke. Aha. Ein stilles Wasser. Danke. Kommt sofort. Also wegen eines klingelnden Handys tritt Ihr Mann die Türe ein. Macht er das immer so? Wegen dem Handy und dem eingeschlagenen Fenster. Ach so, das konnte man von außen sehen. Das hätte man ja gleich sagen können. Da müsste ich jetzt ja hier nicht so blöd nachfragen. Anton ist eben jemand, der intuitiv handelt. Verstehe. Hat ihm denn die Wohnung gefallen, die Sie für ihn ausgesucht haben? Ich habe die Wohnung nicht für ihn ausgesucht. Er will ja auch ausziehen, so ist es ja nicht. Ich stelle mir das ja schwierig vor. Ich bin ein Freund von den klaren Verhältnissen. Ich sag immer, lieber ein Ende mit Schrecken als nie ein Ende. So schlimm ist es gar nicht. Ich habe ein großes Haus und es ist ja nicht so, dass wir uns das Badezimmer teilen müssen. So, einmal Ihr Wasser. Danke. Gerne. Champagner. Gerne. Zwei Gläser? Ja. Mhm, kommt sofort. Champagner? Gibt's was zu feiern? Man muss doch nicht immer einen Grund haben. Stimmt. Morgen. Guten Morgen. Es ist schon fast Mittag. Ich habe Sie schon krank in Ihrem Bett vermutet. Wie bitte? Ist es ein bisschen später geworden gestern? Nein, nein. Ich bin schon seit 7 Uhr unterwegs und habe die anderen Mieter aus der Talstraße gesprochen. Ja, Sie wissen schon, das Bowling Center. Das wäre vielleicht überhaupt nicht schlimm, wenn es einmal ein bisschen später wird. Allerdings, Zeit wird's. Nein, nein. Ich war nur kurz im Mattis und bin dann gegen 22.13 Uhr gegangen. Das war's. Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie auch Ihre Frau. Aber was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte, ich habe tatsächlich die andere Mieter aus der Talstraße getroffen. Sagen Sie mal, wer waren da nur mit dabei? So wie es aussieht, wollte der Borcher das Haus räumen lassen. Wie bitte? Na, nix. Der Dr. Wetzel. Was? Oh, hätte ich Ihnen das lieber jetzt nicht erzählen sollen? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Da gibt's doch Verträge. Ja, so ein Haus kann man nicht einfach räumen. Ja, das habe ich zuerst auch nicht geglaubt. Aber die Diskothek zum Beispiel, im Untergeschoss. Der Pächter wollte eigentlich den Vertrag verlängern. Aber der Borchert hat so unmögliche Forderungen gestellt, dass der Diskothekenbetreiber beschlossen hat, seinen Laden woanders aufzumachen. Ich glaube, es war ein rein geschäftliches Essen. Da wäre mir nicht so sicher. Das kann auch andere Gründe haben. Dass jemand einen neuen Mieter sucht zum Beispiel. Ja, natürlich. Aber auch das japanische Restaurant nebenan. Den hat der Borchert mehrmals das Gesundheitsamt auf den Hals gehetzt. Und dreimal hintereinander die Miete erhöht, sodass die beschlossen haben, auch zu gehen. Und wer ist da jetzt drin? Das ist ja der Punkt. Keiner. Und laut Diskothekenbetreiber geht das Gerücht rum, dass das Haus komplett abgerissen werden soll. Moment, der Borchert klagt gegen den Haberland wegen Schallschutz. Und weil er angeblich keinen neuen Mieter findet. Und in Wirklichkeit will er das Haus abreißen? Genau. Ich habe mir gestern Abend die Gerichtsakte noch mal durchgesehen. Weil Sie sagten, der Haberland hat es mit dem Schallschutz so abgetan. Mhm. Von wegen. Laut Gutachter müssten für den geforderten Schallschutz alle Bahnen rausgerissen und neu verlegt werden. Der Umbau kommt den Haberland 500.000 Euro. So viel Geld hat er nie und nimmer auf der hohen Kante. Eben. Der Borchert ist aus den bestehenden Pachtverträgen nicht rausgekommen und hat ihn dann mit seinen unsauberen Advokaten Tricks fertig gemacht.
Verstehe. Entweder er geht freiwillig oder er kann dicht machen. Genau. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Und? Du hast gestern einen schönen Abend gehabt mit Wetzel. Ja, hatte ich. Danke. Es freut mich. Hast du ihm erzählt, dass wir unsere Wohnung umgeschaut haben? Na, das habe ich nicht. Das hat er schon gewusst. Ach, und woher soll er das bitte gewusst haben? Keine Ahnung, Anton. Vielleicht fragst du mal deine Leute. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Also eins will ich nur klarstellen. Ich habe nichts gesagt. Bea! Wissen Sie, ich habe es ja schon ausgedrückt. Das Finanzielle ist nicht mein Ding. Mein Mann hat immer gesagt, ich verkörpere seine andere Seite, die nichts mit Geld zu tun hat. Bitte. Das verstehe ich. Aber das Gerichtsverfahren gegen den Herrn Haberland wurde doch in Ihrem Namen geführt. Mhm. Der Herr Borchert muss Ihnen doch erzählt haben, was er mit dem Haus, in dem das Bowling Center drin ist, vorhat. Er wollte das Grundstück unbedingt an einen Investor verkaufen. Er meinte, dass der Zeitpunkt günstig sei. Setzen Sie sich doch bitte. Dankeschön. Was wollte denn der Investor mit dem Grundstück machen? Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, Sie wollten das alte Gebäude abreißen und ein Einkaufszentrum draufstellen. Aber wie wollte denn der Herr Borchert aus den bestehenden Pachtverträgen rauskommen? Er hat mir gesagt, dass die eh auslaufen würden. Aber entschuldigen Sie, Sie haben ein Gerichtsverfahren gegen den Herrn Haberland laufen, dass er für 500.000 Euro Schallschutzmaßnahmen einbauen soll. Ja. Und so wie er es mir erklärt hat, sollte die Klage seine Entscheidung quasi erleichtern. Herr Borchert hat Herrn Haberland, soviel ich weiß, ein mehr als großzügiges Angebot gemacht. Was der Herr Haberland aber offensichtlich ausgeschlagen hat. Tja. Herr Borchert hatte mein vollstes Vertrauen. Wenn ich auch hinzufügen möchte, dass dieses Vorhaben mir von Anfang an nicht ganz behagt hat. Dem Herrn Haberland vermutlich auch nicht. Von mir aus hätte ehrlich gesagt auch alles so bleiben können, wie es mein Mann damals bestimmt hat. Essen Sie doch. Die sind gut. Das sieht man. Also von einem kompletten Abriss habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Jetzt kommen Sie, das weiß doch jeder hier im Haus. Außerdem hat ja doch der Herr Borchert ein offizielles Angebot gemacht, wenn Sie rausgingen. Ein offizielles Angebot? Das war ein Witz, ein lächerlicher. Schon gar kein offizielles Angebot. Warum haben Sie denn das nicht vor Gericht ausgesagt? Ja, das habe ich doch. Aber der Borchert hat immer alles abgestritten. Und der Richter hat dann gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Die Leute kriegen den Hals einfach nicht voll. Wie meinen Sie das? Wie das mein? Schauen Sie, jetzt hat die Frau sowieso schon alles geerbt. Ja? Hat Geld ohne Ende. Aber na, jetzt müssen sie ausgerechnet hier noch ein Einkaufszentrum bauen und mir meine Existenz zerstören. Ich dachte, die Frau Löser erbt nur die Hälfte. Die andere bekommt ihr Sohn. Da hat mir aber der Lehmann was anderes gesagt. Der hat gesagt, die Frau hat alles bekommen. Aber das ist ja auch wurscht. Das Problem ist ja nicht sie, sondern der Borchert gewesen. Ja? Und dem war es gelinde gesagt scheißegal, ob ich vor die Hunde gehe oder nicht. Herr Haberland, es tut mir leid, wir müssen Sie bitten, mitzukommen. Wir müssen die Aussage zu Protokoll bringen und Fingerabdrücke nehmen. Auf geht's. Anton! Es gibt ein paar Neuigkeiten. Erstens, die Fingerabdrücke, die wir auf dem Stein gefunden haben, mit denen das Fenster eingeworfen wurde, stimmen nicht mit denen vom Haberland überein. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Den müssen wir wieder laufen lassen. Das Motiv allein reicht nicht, um ihn hier zu behalten. Gut, ich sag Bescheid. Zweitens, der Provider hat sich gemeldet. Die E-Mail von diesem L.K. wurde von dieser IP-Adresse abgeschickt. Und der Anschluss zu dieser IP gehört einem gewissen Volker Lehmann. Der ehemalige Gebäudeverwalter. Ja, schau her, das hat er uns gar nicht erzählt, der Herr Lehmann. Signiert mit falschem Namen und trifft sich quasi inkognito mit dem Opfer. Und ich sollte doch die Vermögensverhältnisse von dem Lehmann prüfen. Der Mann ist pleite. Der hat seit 20 Jahren nur für die Familie Lösel gearbeitet und seit der Borchert das übernommen hat, steht er mit leeren Händen da. Ja, dann sollten wir uns den nochmal herholen. Danke, Frau Zagelmann. Gern. Ach so, apropos Vermögensverhältnisse. Frau Zagelmann. Ja? Könnten Sie noch mal recherchieren, wie es dem Sohn von der Frau Lösel finanziell geht? Dem Junior? Ja, uns interessiert hauptsächlich, ob er vom Vater was geerbt hat oder ob die Mutter alles bekommen hat. Dazu gibt es verschiedene Aussagen. Aha. Ja, gut. Ach, Herr Wölk, gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte mit Ihnen noch mal wegen der eingetretenen Tür sprechen. Ja, wir sind eigentlich gerade dabei, einen Verdächtigen festzunehmen. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Frau Wölk hat mir die Sache mit der eingeschlagenen Scheibe erzählt. Das hätten Sie mir auch sagen können.
Ja, Das wirft ein ganz anderes Licht auf die Angelegenheit. Habe ich das gar nicht erwähnt? Nein, hatten Sie nicht. Damit hat sich das natürlich erledigt. Das ist sehr schön. Dann viel Erfolg bei der Festnahme. Ich nehme an, im Falle Borchert. Im Falle Borchert, ja. Dann halten Sie mich auf dem Laufenden, ja? Ja, das machen wir. Namens Kurz, Herr Lehmann. Sieht schlecht für Sie aus. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf dem Stein gefunden. Kennen Sie diese E-Mail-Adresse? Nein. Doch, doch. Sie haben sich unter falschem Namen per E-Mail mit dem Herrn Borchert verabredet. Zum Zeitpunkt seines Todes. Ich wollte ihn zur Rede stellen, aber er hat sich immer verleugnen lassen. Und deswegen habe ich auch die E-Mail geschrieben und mich als potenzieller Mieter ausgegeben. Was wollten Sie denn so Dringendes mit ihm besprechen? Nein, das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Dass er mich bei der Lösel angeschwärzt hat und überall rumerzählt hat, ich hätte Geld unterschlagen. Irgendwas muss ja dran gewesen sein. Sonst hätte man Sie ja nicht gefeuert. Na, da gab es nichts. Aber Liebe macht halt offenbar blind. Die Lösel und der Borchert waren ein Paar? Ja, das hat mir Ihr Sohn erzählt. Der hat sich wirklich große Sorgen gemacht um seine Mutter. Seitdem die mit dem Borchert zusammen war, hat sie ja alles gemacht, was der ihr gesagt hat. Angeblich wollte sie ihn sogar heiraten. Gut, wie auch immer. Was ist dann in der Wohnung passiert? Sie waren ja offensichtlich da. Na, nix ist passiert. Er hat halt wieder nicht aufgemacht und sich wie immer vor mir versteckt. Woher wussten Sie denn, dass er da war? Na, ich habe ja gehört, wie er in der Wohnung rumgelaufen ist. Ja. Und dann? Ja, dann habe ich den Stein genommen und ihn in die Scheibe geworfen. Zifix, die Scheibe zahle ich auch gern, aber ich war nicht in der Wohnung. Und schon gar nicht habe ich ihn umgebracht. Ich habe nicht einmal mit ihm gesprochen. Und? Was sagen Sie dazu? Ich weiß nicht. Ich bin geneigt, ihm zu glauben. Das habe ich befürchtet. Gehen Sie schon mal vor? In Ordnung. Ich schätze, ich muss mich noch bei dir bedanken. Wofür? Dass du dem Wetzel das mit der eingeschlagenen Fensterscheibe erzählt hast. Nicht der Rede wert. Man kann das Fenster von da, wo wir gekommen sind, gar nicht sehen. Ach so? Danke. Ich werde die Wohnung nehmen. Dann hast du Ruhe von mir. Du kannst dann in der Wohnung ziehen, wo gerade jemand umgebracht wurde. Warum denn nicht? Weil ich es nicht mag. Also, weil ich mich unwohl fühlen würde. Du musst doch nicht drin wohnen. Ja, aber ich werde dich auch mal besuchen. Und dann habe ich immer diese Leiche vor Augen. Weißt was? Wir reden noch mal drüber. Gut? Die Splitter liegen auf der Leiche. Das heißt, die Scheibe wurde eingeworfen, nachdem der Herr Borchert schon auf dem Boden lag. Ja, aber dafür kann es auch andere Erklärungen geben. Vielleicht hat der Lehmann die Scheibe wirklich beim Weggehen noch nachträglich zerschlagen. Aber der Kerl ist doch nicht blöd. Wir haben außer dem Stein keinen einzigen Fingerabdruck von ihm in der Wohnung gefunden. Der verwischt doch nicht erst komplett seine Spuren, um dann nachträglich quasi seine Visitenkarte einzuwerfen. Stimmt. Sie haben mich doch beauftragt, die Vermögensverhältnisse von Thomas Lösel zu checken. Die Bank hat ihm den Geldhahn zugedreht. Warum das denn? Der Mann muss doch Geld wie Heu haben. Na, eben nicht. Es hat seine Mutter alles geerbt. So, jetzt wird's interessant. Ja. Also, laut den Bankangestellten ist es so, dass seine Eltern bisher immer seine Schulden bei der Bank beglichen haben. Der Borchert wollte aber für seinen zukünftigen Stiefsohn nimmer zahlen. Und seitdem er die Geldgeschäfte übernommen hat, hat er diese Ausgleichszahlungen ausdrücklich untersagt. Nach allem, was wir von dem Borchert gehört haben, passt es zu ihm. Was wäre denn mit dem Vermögen passiert, wenn der Borchert die Frau Lösel tatsächlich geheiratet hätte? Das kommt aufs Testament an. Wenn die Frau Lösel ein Berliner Testament gemacht hätte, so wie sie es mit dem verstorbenen Mann hatte, dann hätte der Herr Borchert als ihr neuer Ehemann Zugriff auf alle ihre Konten gehabt. Und nicht der Sohn. Frau Zeigelmann, laden Sie doch den Herrn Lösel gleich noch mal vor. Mach ich. Sie können mir gar nichts.
Das sind Vermutungen. Alles nur Vermutungen. Keine Ahnung, wer den Mann umgebracht hat. Ich weiß jedenfalls nicht. In besagter Wohnung wurde das Bad renoviert. Wir haben die Handwerker befragt und sie haben zu Protokoll gegeben, dass sie mit einem Hammer den Putz von der Wand geschlagen haben. Nur dieser Putz wird schon seit 20 Jahren nicht mehr hergestellt. Warum erzählen Sie mir das? Weil der Herr Borchert anscheinend mit diesem Hammer erschlagen wurde. Denn wir haben genau diesen Putz in der Wunde des Opfers gefunden. Ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Ich war noch nie in der Wohnung. Wie erklären Sie sich dann, dass wir Partikel von diesem ganz speziellen Putz auf dem Beifahrersitz von Ihrem Auto gefunden haben? Machen wir uns nichts vor. Der Borchert war kein Heiliger. Er hat Mieter rausgeschmissen, Verträge missachtet und es hat ihn wenig interessiert, was aus ihm wird. Aber Ihre Mutter hat ihn geliebt. Lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel. Sie wollten ihn sogar heiraten. Sie war blind. War froh, dass sich jemand ums Geschäft gekümmert hat. Sie wollte ihm vertrauen. Wollte einfach nicht sehen, was das für ein Kerl war. Und derweil hatte sie immer weiter aus dem Geschäft gedrängt. Und Ihrer Mutter zuliebe haben Sie das Spiel noch eine Weile mitgespielt. Ich habe immer wieder versucht, mit ihr zu reden, aber der hat sie so in der Hand gehabt, die hat ihren eigenen Sohn nicht mehr erkannt. Der hat den Rand einfach nicht vollkriegt. Und als er ihm auch noch das Geld gestrichen hat, da war das Maß voll. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber es war ein Wurscht. Der hat mich ausgelacht. Herr Lösel, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Herrn Wolfgang Borchert umgebracht zu haben. Wenn Sie bitte mit mir und dem Kollegen mitkommen. Herr Lösel. Bist du dir jetzt ganz sicher, dass ich die Wohnung nicht nehmen soll? Ganz sicher. Da wird der Wetzel sich aber gar nicht freuen. Ich such dir neue.